Der Airbus A320 ist eines der erfolgreichsten Verkehrsflugzeuge der Welt. Und auch wenn man wirklich der Meinung ist, dass die Europäer gar keine Flugzeuge bauen können, dann kann man es eigentlich nicht leugnen, dass Airbus es spätestens mit ihrem A320 geschafft haben, ein Arbeitspferd zu bauen, welches so ziemlich jede große Fluggesellschaft auf dieser Welt in ihrer Flotte gebrauchen kann. Tja, im Moment liest man aber nicht so sonderlich viele gute Nachrichten über den A320. Was man da so liest und was das für die Airlines bedeutet, das schauen wir uns jetzt mal ganz in Ruhe an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und um mal ganz kurz zu zeigen, wie erfolgreich der Airbus A320 ist. Seit 1988, also seit dem Jahr, in dem man den A320 das erste Mal ausliefern konnte, hat man das Ding knapp 7500 Mal gebaut. Und man hat über 13.000 davon verkauft. Das direkte Konkurrenzmodell, die Boeing 737, hat man, seitdem sie das erste Mal 1967 in ihrer ersten Version ausgeliefert wurde, über 10.000 Mal gebaut und knapp 15.000 Mal verkauft. Tja, das nochmal ein bisschen mehr. Und im Moment kann Airbus sich allerdings nicht wirklich mit dem A320 rühmen, denn der sorgt fast täglich für neue schlechte Nachrichten. Dabei liegt das allerdings gar nicht unbedingt am Flugzeug, also am A320, sondern vielmehr an den Triebwerken des neuen A320neo. Aber der Ruf, der da versaut wird, ist natürlich der des ganzen Flugzeuges. Und um diese ganzen Nachrichten, um die ganzen schlechten Nachrichten, die da jetzt in letzter Zeit reinkamen, um die mal so ein bisschen zu sortieren und ja, um das Ganze so ein bisschen besser zu verstehen, gehen wir nochmal einen ordentlichen Schritt zurück. Und zwar zur Erstauslieferung des A320neo. Die fand am 20. Januar 2016 statt. Erstbetreiber war die größte deutsche Fluggesellschaft Lufthansa. Und in dieser Branche ist es natürlich üblich, dass der Erstbetreiber, in diesem Fall die Lufthansa, in den nächsten Monaten in Zusammenarbeit mit dem Hersteller, also mit Airbus und natürlich auch gezwungenermaßen in Zusammenarbeit mit dem Triebwerkshersteller, so ein bisschen die Kinderkrankheiten des neuen Flugzeuges ausmerzt. In Anbetracht dessen, dass man hier vom Ding her ja aber gar kein neues Flugzeug gekauft hat, sondern eigentlich eine Maschine, die sich schon überall auf der Welt bewährt hat, hier aber halt einfach nur zwei neue Triebwerke unter den Tragflächen hat, da war man wahrscheinlich sehr zuversichtlich, dass man hier nicht allzu große Schwierigkeiten mit dem Ding haben wird. Tja. Falsch gedacht. Mehr als 2 Jahre nach der Erstauslieferung macht der A320neo in der Flotte der Lufthansa noch immer Probleme, genauso wie er auch Probleme in den Flotten anderer Fluggesellschaften macht. Und aus dem A320 mit New Engine Options wurde jetzt, das lassen zumindest immer wieder neue aktuelle Bilder vom Airbus Werksgelände vermuten, eher der A320 mit No Engine Options. Die Airlines, die sich dazu entschieden haben, einen A320neo zu kaufen, die können zwischen zwei Triebwerksoptionen wählen. Das ist zum einen das wirklich vielversprechende Triebwerk von Pratt & Whitney, und zwar das PW1100G Triebwerk. Was besonders effizient sein soll, da es eine ganze Menge neue Technologien nutzt, beziehungsweise schon bekannte Technologien wirklich, soweit es geht, auf die Spitze treibt. Zum einen hat das Triebwerk ein super hohes Nebenstromverhältnis. Das bedeutet, der Anteil der Luft, der vom Fan, also das, was wir da vorne sehen, was sich beim Triebwerk dreht, der vom Fan beschleunigt wird, also nach hinten durchgedrückt wird, allerdings nicht durch die Brennkammer geht, ist im Vergleich zu dem Anteil der Luft, welcher dann wirklich durch die Brennkammer geht, sehr, sehr hoch. Das sorgt dafür, dass das Triebwerk sehr effizient ist. Dazu kommt, dieses neue Triebwerk von Pratt & Whitney hat ein Getriebe. Das sorgt dafür, dass sich der Fan immer im optimalen Geschwindigkeitsbereich drehen kann. Und der Verdichter, der dahinter sitzt, im eigentlichen Triebwerk, der kann sich viel, viel schneller drehen, unabhängig von der Geschwindigkeit des Fans. Und das sorgt dann dafür, dass man im Inneren des Triebwerks einen viel, viel höheren Druck erzeugen kann. Was wiederum dafür sorgt, dass man das Triebwerk effizienter nutzen kann. Damit dieser hohe Druck da drin entstehen kann, dreht sich das wie gesagt schneller, ohne dass der Fan sich schneller drehen muss und dann vielleicht die Blattspitzen sich mit Überschallgeschwindigkeit drehen würden. Das würde das Triebwerk nämlich wieder sehr ineffizient machen. Das nur mal so als kleine einfache Erklärung nebendran. Da gehört natürlich noch eine ganze Menge mehr dazu, aber vom Ding her sorgen diese zwei Punkte erst einmal dafür, dass man mit diesem Triebwerk eine Produktpalette erstellt hat, welche, naja, sehr vielversprechende und sehr effiziente Leistungswerte hat. Und damit ist dieses Triebwerk interessant für viele Flugzeughersteller. Airbus nutzt es, wie gesagt, am A320neo, Bombardier hat es an der C-Series. Dann gibt es diese Triebwerke für die MC-21, diesen russischen Jet, dann für den Mitsubishi Regional Jet und auch Embraer nutzt diese Triebwerke an ihrer E2-Jet-Generation. Und als die Lufthansa dann als Erstbetreiber den A320neo mit diesen Triebwerken Ende Januar 2016 das erste Mal in die Luft brachte,
sorgte dieses Triebwerk auch für gute Nachrichten. Und zwar konnte man die versprochenen Verbrauchswerte tatsächlich einhalten, beziehungsweise man konnte sogar noch bessere Werte erzielen, über 15% im Vergleich zum klassischen A320. Das schon mal ganz ordentlich, aber es sorgte dann auch direkt für ordentlich schlechte Nachrichten. Das Problem war folgendes: Nach dem Ausschalten des Triebwerks kühlten die unterschiedlichen Teile aus unterschiedlichen Materialien innerhalb des Triebwerks ungleichmäßig ab. Und jetzt mal ganz doof gesagt, Teile, die vorher noch passten, die passten dann danach nicht mehr. Das klingt erst einmal schlimmer, als es wirklich ist, aber es sorgt halt dafür, dass wenn man die Triebwerke wieder anschmeißt, zum Beispiel nach einem 45 Minuten Turnaround, wenn das Flugzeug jetzt einfach wieder fliegen soll, dann dauert es irrsinnig lange, bis die Piloten die Triebwerke ganz normal ansteuern können und dann irgendwann auch mal die komplette volle Leistung abrufen können. In den Zeitungen und in den Nachrichten wurde genau dieses Phänomen dann erst einmal unter dem Stichwort Warmlaufen beschrieben. Es hieß, dass die neuen Triebwerke des neuen Lufthansa Airbuses immer erstmal warm laufen müssen. Was ein bisschen komisch klingt, aber natürlich auch irgendwo Sinn macht. Beim Auto funktioniert es ähnlich oder beziehungsweise kann man sich das mit dem Auto gut erklären und auch besser vorstellen. Denn wenn man ein Auto mit Verbrennungsmotor fährt, dann sollte man auch erst einmal das Auto warm fahren, beziehungsweise den Motor warm fahren, bevor man Vollgas gibt, damit die Teile im Motor zusammen mit dem Öl so funktionieren und so zusammenpassen, wie es eigentlich gedacht ist. Diese Problematik sorgte tatsächlich dafür, dass man mit den frühen Pratt & Whitney Triebwerken unter den Tragflächen des A320neo entspannt über 7 Minuten für den kompletten Anlassprozess brauchte. Die klassischen Triebwerke unter dem A320, die brauchen dafür so 1 bis 2 Minuten und sind danach ohne Probleme voll nutzbar. Aber das war ja auch nur der Anfang. Man hat die Problematik übrigens mittlerweile einigermaßen gelöst durch so eingebaute Dämpfer, die halt entweder nachgerüstet wurden oder jetzt in den neueren Versionen der Triebwerke schon mit drin sind, oder durch eine ganze Menge Software-Updates. Tja, das in Kombination sorgt dann dafür, dass die Startzeiten mittlerweile vergleichbar sind mit den klassischen Triebwerken. Aber da kamen dann ja auch noch eine ganze Menge Probleme dazu. Während die Triebwerke unter Laborbedingungen in feinster frischer Luft wohl ganz gut funktionierten, hat das in Indien nicht ganz so gut geklappt. Da ist die Luft halt manchmal vielleicht nicht so gut. Ist dann nur doof, wenn zwei wichtige Kunden, zum Beispiel Indigo und Go Air, zwei dort beheimatete Billigfluggesellschaften, wenn die eigentlich auf dieses Flugzeug gesetzt hatten. Die neuen Triebwerke schmissen im aktiven Betrieb ständig irgendwelche Fehlermeldungen raus und Indigo hat gerade mal erst 35 Neos und Go Air hat so um die 20. Bei Indigo sollen es aber irgendwann mal über 400 werden und auch Go Air baut ihre komplette Flotte auf dem A320neo auf. Und Indigo hatte gefühlt mehrfach wöchentlich irgendwelche Vorfälle, in denen man eines der beiden Triebwerke des A320neo im Flug abschalten musste und das Ding dann irgendwo landen musste. Dazu kam, dass man dann aufgrund dieser Vorfälle Mitte letzten Jahres teilweise die halbe Flotte am Boden lassen musste und auch teilweise bei Maschinen, die gerade mal 50 Stunden auf dem Buckel hatten, beide Triebwerke tauschen musste. Die betroffenen Maschinen fliegen natürlich, und das gilt jetzt nicht nur für die indischen Fluggesellschaften, sondern natürlich auch genauso für eine Lufthansa, die fliegen natürlich nicht annähernd das Pensum ab, für das sie eigentlich geplant waren. Zum Beispiel machten Dichtungen Schwierigkeiten, sie nutzten schneller ab als gedacht und das stellte sich dann als Qualitätsmangel heraus, also eine Problematik, die man eigentlich durch neue, bessere Teile ganz einfach lösen kann. Aber ganz so einfach geht das natürlich auch nicht. Der Triebwerkshersteller muss diese neuen, entsprechend besseren Teile natürlich erst einmal entwickeln. Das kostet eine ganze Menge Geld, das kostet eine ganze Menge Zeit und währenddessen werden sie, weil Airbus liefert ja weiter Flugzeuge aus, muss ja auch irgendwelche Pläne einhalten, währenddessen werden sie für Flugverspätungen und für Flugausfälle aufgrund nicht wirklich nutzbarer Maschinen verantwortlich gemacht. Der Flugzeughersteller, also Airbus, möchte und kann dann irgendwann einfach nicht mehr Triebwerke von Pratt & Whitney annehmen, weil man dem Kunden ja einfach nur ein quasi unfertiges, nicht gut funktionierendes Flugzeug für die Tür stellen würde und das kann man eigentlich nicht machen. Und deswegen standen teilweise bis zu 100 A320neo, die vom Ding her fertig waren, auf dem Airbus-Werksgelände und warteten auf ihre Triebwerke, die sogenannten Glider. Aber als Segelflugzeug braucht halt niemand den A320neo und deswegen war Pratt & Whitney natürlich gezwungen, diese Problematik so schnell wie möglich zu beheben. Die geschätzten Verluste, die der Triebwerkshersteller mittlerweile mit dem ach so tollen Getriebefan gemacht hat, die schätzt man mittlerweile auf über 1,2 Milliarden Dollar. Blöd gelaufen. Carsten Spohr, Chef der Lufthansa, äußerte sich dazu mal gar nicht so lange her in einem Interview und sagte, dass man bei dem Triebwerkshersteller wohl mittlerweile die Probleme einigermaßen im Griff hat, man jetzt aber schlicht und einfach gar nicht hinterherkommt, bei den ganzen schon ausgelieferten A320neo die entsprechenden Teile nachzurüsten, beziehungsweise bräuchten die meisten Flugzeuge ja wirklich komplett neue Triebwerke. Und die kann man nicht einfach mal von heute auf morgen produzieren. Und dazu kommt, dass Airbus ja auch weiter Flugzeuge ausliefern möchte
und da stehen immer noch über 60 Maschinen auf dem Werksgelände und haben noch keine Motoren. Und so kam es dann tatsächlich dazu, dass die Lufthansa vor gut 2 Wochen das letzte bei ihnen noch verfügbare Ersatztriebwerk unter einen ihrer 10 A320neo schraubte. Ja, und jetzt hat man keins mehr. Man wartet und bis die Problematiken dann wirklich irgendwann gelöst sind, wird es wohl auch noch ein paar Monate dauern. Aber man muss auch erstmal überlegen, dass man bis dahin dann ja schon gut 3 Jahre mit einem Viertel ungefähr der Kapazität unterwegs war, die eigentlich vorher angedacht war. Und da muss man nicht viel rechnen. Ein neues Triebwerk macht einen A320 nun mal zu einem A320neo. Und da kann das Ding noch so sparsam sein, wenn es halt nicht funktioniert, dann frisst es die Ersparnisse an irgendeiner anderen Ecke natürlich ganz schnell wieder auf. Und dann steht man natürlich blöd da und Airbus sind genauso die Hände gebunden, die können vielleicht beim Triebwerkshersteller ein bisschen Druck machen, was sie auch sicherlich schon getan haben, aber sie können die Problematik nicht lösen, haben den Image-Schaden dann aber trotzdem. Also, so ausgeklügelt dieses neue Triebwerk auch sein mag, es funktioniert noch nicht richtig und deswegen überwiegen zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch die negativen Punkte für die Fluggesellschaften. Aber da war doch noch eine zweite Triebwerksoption. Warum, wenn das erste nicht so richtig gut funktioniert, warum kauft man da nicht einfach das CFM LEAP 1A Triebwerk? Ist eine oft gestellte Frage und das macht natürlich Sinn, die Fluggesellschaften kaufen auch dieses CFM Triebwerk. Das ist aber eher eine Weiterentwicklung des ja, schon bewährten CFM 56 Triebwerkes, welches unter dem klassischen A320 hängen kann. Was aber auch wiederum nichts Schlechtes bedeuten muss, wie man jetzt gerade sieht, weil das Triebwerk mit den neuen wegweisenden Technologien, das läuft ja nicht so gut. Was ich damit sagen möchte ist, auf dem Papier gewinnt das Pratt & Whitney Triebwerk, weil es nochmal ein kleines bisschen sparsamer ist und nochmal ein bisschen effizienter durch das Getriebe, was da drin ist, funktionieren kann. Das hat das CFM-Triebwerk nämlich nicht. Trotzdem gibt es Fluggesellschaften wie zum Beispiel EasyJet, die kauften das CFM-Triebwerk und die können sich jetzt natürlich freuen. Auch die hatten zwar so ein paar Kleinigkeiten, die da irgendwie nicht ganz so gut liefen, aber die Probleme sind nicht annähernd so schwerwiegend wie die jetzt bei Pratt & Whitney. Das sorgt unter anderem natürlich auch dafür, dass zum Beispiel zwischen Januar 2017 und August 2017 die Kunden sich nicht einmal 70 Mal für die Pratt & Whitney Motoren entschieden haben, aber fast 400 Mal für die CFM-Dinger. Also Kinderkrankheiten hin oder her, für den Kunden ist das, was da gerade läuft, natürlich nicht so schön. Und der Kunde ist natürlich erst einmal die Airline, aber auch irgendwo ja dann der ganz normale Passagier. Die Problematiken wird man aber bald gelöst haben, das hat man bald ausgemerzt. Aber bis dahin wird das Ganze wohl dem Hersteller, also Pratt & Whitney, dem Flugzeughersteller Airbus und auch den jeweiligen Airlines noch eine ganze Menge Kopfzerbrechen bereiten. Tja, und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte das Ganze für euch so ein bisschen sortieren und ein bisschen ordnen und so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.